Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Heute Milano mit den weißen Steinen. Ich muss das mal gucken. Gegen den Polga, dritte Runde. Remis, einer hat er knapp gewonnen im Endspiel. Und nun legen wir mal los. E4. Das funktioniert schon mal. Ich muss ja die Figuren wieder zurückbauen vom Ausführen. Master Chess auf den B8, C6. Läufer C4, Italien, ausführen. Meine Güte. Na, er spielt auch nur langweiliges Läufer C5. Mich wundert ein bisschen, dass das überhaupt noch gespielt wird. Also ich würde heutzutage Läufer C5 gar nicht mehr ziehen. Also ich ziehe auch, wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde gar keinen E5 ziehen. D4. E5, D4. C3, D4. C5, B4. C1, D2. B4, D2. B1, D2. D7, D5. E4, D5. D5. Ach, ist das wieder die Remis-Variante? Stimmt. Ich bin mal gespannt, ob der Polga das anders macht, weil die haben jetzt mehr Theorie. Das ist die Variante, wo der Explorer Pro aus dem Buch gekommen ist. Also wenn die das auch Remis machen, dann sollte ich die aus den Partien streichen, die Variante. A4, B3. Da war nämlich der Explorer Pro aus dem Buch draußen und hat die Züge wiederholt. Und wenn der Polga so Remis machen sollte, hat er Pech gehabt, hat er Pech gehabt verloren. Aber so Schwarz auch anders machen. Ja, was soll ich sagen? Remis! Er macht gar nicht mehr den nächsten Zug. Sondern er reklamiert schon Zugwiederholung. Ach, das ist schon Remis. Warte mal. Remis durch dreimalige Zugwiederholung. Ja, was soll ich sagen? Es war eine kurze Partie. Remis. Ich werde diese Variante nicht mehr in den Partien vornehmen oder vorkommen lassen. Dumm gelaufen für den Polga. Jetzt macht er das auch. Ich hatte mich schon immer gefragt, was hier eigentlich passiert, wenn man die Variante spielt und dann einfach die Züge wiederholt. Ja, ich hatte mal eine Partie spielen lassen. Und da hatte einer der beiden Computer, glaube statt Dame B3 dann irgendwie Läufer B5 oder sowas gezogen. Auf jeden Fall nicht die Stellung wiederholt. Deswegen, ich weiß ja auch nicht, was willst du machen? Kannst du machen, nichts, muss gucke zu. Können wir jetzt uns dem Spark zuwenden, der neu dazugekommen ist zu den Emulatoren. So, ich bedanke mich, verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Polga gewinnt. Na gut, da kann er noch hier. Ich muss ja noch die Partie machen. Sorry. Hängen wir die einfach hinten dran, weil die so kurz war. Es ist früh am Morgen, da habe ich nicht so viel nachgedacht bei jetzt. Ja, vielleicht wollen wir das auf die Entscheidungspartie verschieben. Das ist jetzt auch Remis.
Also diese Variante, dem C3-Italiener, werde ich wohl irgendwie nicht mal vorkommen lassen, weil es ist schon die zweite Kurzremis-Partie auf diese Art und Weise. So, Level. Chitte. Müssen wir ganz durchrotieren. Das ist schade, dass er das hier nicht speichert. Das ist genauso ein Kokolores wie diese Position, die er anzeigt. Also Rechentiefe, 100.000 Positionen oder was. Beeindrucken würde mich das, wenn er das irgendwo speichern würde. Wenn er einen MBH-Stäbel hätte und dann diese Position, diese 100.000 oder was er dann berechnet, die wird er dann da ablegen. Und dann beim nächsten Zug hätte er quasi so eine Art Datenbank, die er dann sofort zur Verfügung hätte. Er müsste also nicht mal die Stellung alle begucken. Das wäre ungefähr so. Als würde man jedes Mal ein Buch von vorne lesen müssen, weil man das nicht speichern könnte. Wenn man das speichern würde, würde man sich die ersten 30 Seiten durchlesen. Das ist quasi wie die Züge, die er gespeichert, die er hier berechnet. Und dann beim nächsten Mal fängt man bei der 30. Seite an, bei der Seite 31. So ungefähr. Und was muss der anscheinend immer machen? Also einen Stellungsspeicher haben die beide nicht. Also so einen Speicher für sowas zumindest. Dass man, wenn man die nächste Partie macht, da würde auch die New Game-Taste fehlen. Und manche haben eine New Game-Taste. Da haben die Spielstufe trotzdem noch eingespeichert. So, in der Partie hatte Milano jetzt die schwarzen Steine. C6. Also die Variante werden wir nicht nochmal sehen. D4. Ich glaube, Karo kann, das ist eine Eröffnung. Die werden wohl die meisten im Buch haben. Zumindest als Alternativeröffnung. D5, E4. Ich glaube aber, was ich nicht machen würde, wenn ich ins Verein gehen würde. Ich weiß nicht, ob das immer ein Ding wäre, da die Eröffnung quasi mit dem Computer durchgehen. Dass man quasi sich neue Eröffnungszüge ausdenkt und dann mit dem Computer Stockfisch oder was prüft, was die taugen. Ich habe mal so ein Video gesehen, da meinte der Großmeister, das Problem wäre dabei, dass man nicht in Stellungstypen kommen sollte, die der Computer vielleicht gewinnt, aber die der Mensch quasi gar nicht verstehen kann. Das wäre das Problem. So, Läufer H7. Es gibt auch Varianten ohne H5. Dass man sich die Möglichkeit des Feldes H4 offen lässt. Das sind eben hier alles etwas ältere Varianten, quasi Zeitzeugen hier. B8, D7. So, das ist also jetzt die Entscheidungspartie. Wenn die Remis wird, wird einfach auch der Wettkampf Remis. Das ist einfach sowas wie ein Turnier. Nur eben, dass nicht eine Partie gespielt wird, sondern vier. Das ist der Unterschied. So, da habe ich das sowieso genommen. Ich glaube, es gibt ja auch die Variante, mit dem Bauern zu schlagen. Mit der Idee der Zentrumskontrolle. Ist ja auf der einen Seite dann schwacher Bauer, D3, D4, aber andererseits hat man, ich glaube, das ist ein Bauer, den kann man sich relativ einfach auflösen, aber es ist ja auch ein Isolani, also dann wohl lieber doch nicht. D8, C7. C1, D2. E7, E6. Ja, was man natürlich weniger machen könnte, ist jetzt sich quasi mit diesen Schachcomputern hier, das wäre die große Rochade. Sich quasi mit diesen Schachcomputern auf sein Eröffnungsrepertoire aufbauen, weil ich glaube, dafür sind die Varianten dieser Schachcomputer schon wieder zu alt. C2, C4. B7, B5.
Ja, und damit ist der Polga aus dem Buch. Ja, was wir mal machen? C5? Ich würde beinahe schon sagen C5. Können wir kurz auf Info drücken? Ach, er hat ja B5 gemacht auf Theorie. Er schreibt nur keine Bewertung. Also er schreibt nicht direkt Theorie und Position auch keine, weil es ja noch Theorie ist. Und der Polga ist aus dem Buch draußen. Info D1 E1. Ich würde sowas überlegen wie C5. Wo dann der rückständig ist. Mit der Idee des Nicht-Öffnens der Stellung, sagen wir es mal so, aber was will Schwarz machen? C4 schlägt. Und dann ja, Springer B6 und dann nach D5. Thomas, du musst mehr trinken. Ja, ich habe mir jetzt das neue Emulator-Paket runtergeladen. Aber das ist, man kann ja auch so machen, dass man sich das. Jetzt ist nämlich Spark dazu gekommen. Meine Güte. Dieser Kasparov Spark dazu gekommen. Dass man. Das heißt, man lädt sich den runter. Und D1 E1. Warum nicht eigentlich den anderen Turm? Egal. Man lädt sich das Ganze runter und dann geht man auf Extrahieren nach. Dann kann man auch aussuchen, wohin man das direkt extrahiert. Man kann sich einen Ordner zum Beispiel anlegen, an einem Ort, wo man es haben will. Den nennt man dann CB-Emulatoren oder sowas in der Art. Und dann packt er das in diesen Ordner. Und das kann sein, wenn man das schon mal gemacht hat, diesen Emulatoren runtergeladen, dann schreibt er zwei sind, ob man die ersetzen soll. Und dann hat er quasi dann diese Spark-Pakete, kopiert er dann damit rein. Wenn quasi nur zwei unterschiedlich sind. Und dann hat man das. Dann hat man dieses Spark. Diesen. Das gab ja nach dem Aufkauf von Seitig, nachdem Seitig Mephisto aufgekauft hat, sind die Sprackeln bei Seitig gelandet. Ich frage mich, ob das durch diesen Aufkauf gelandet geworden ist. Das könnte natürlich sein. Weil die haben ja für Fidelity gearbeitet. Fidelity wurde ja von Mephisto aufgekauft. Obwohl, ich meine, die haben vorher schon das Spark-Modul gemacht. Da gab es Mephisto noch. Ja, und die haben wohl sehr lange gebraucht, um dieses Modul, dieses Programm zu optimieren. Das war nämlich bei der ersten WM, wo die dann damit mitgemacht haben. Da haben die gar nicht gut abgeschnitten. Das war aber auch wieder das Gleiche wie immer. Meister der Herzen, so nach dem Motto. Ich weiß gar nicht, welches Turnier das war. C6, C5. Da konnten die eigentlich auch Erster werden. Also nicht diese erste Computer-Olympiade, das war noch Fidelity. Sondern danach noch so ein Turnier. Eine Computer-WM oder was das war, da hätten die auch Erster werden können, haben es aber auch wieder verkackt. Das Problem ist, dass die entscheidenden Partien nicht gewonnen haben. Das ist das Problem bei der Sache. Erst war es Richard Leng mit seinem Programm, der einfach besser war. Und dann, oder sagen wir mal so, der die wichtigen Punkte gemacht hat. Und bei Seitig lief es auch nicht besser. Und der Riss 2500, den ja mitspielen lassen, gefühlt das handelsübliche Ladengerät. Das hat auch nichts gerissen. Weiß nicht, ob die Spackeln dann selber keine Lust mehr hatten und aufgehört haben. Jedenfalls dieses Spark-Modul, das gibt es jetzt auch als Emulation. Das, was mich dann stören würde bei diesem Renaissance mit dem Spark-Modul, war ich habe mal gerade gelesen oder ein Video gehört, man könnte das wegatmen. Ich würde wirklich gerne mal wissen, wie das gehen würde. H1, H4. Das Problem war, der Leonardo und der Galileo, die hatten kein Display am Brett. Das war da das Problem. Das ist ja nicht wie ein Exklusiv zum Beispiel, Mephisto Exklusiv. Die hatten ja nur einen Moduleinschub. Sonst hätte man ja eventuell einen zweiten Modulanschub nehmen können und den eben nehmen können fürs Display. Und das ging ja da nicht.
Und beim Renaissance, da war das Display fest verbaut, man konnte das so rausziehen. Da war auch dieses LCD-Schachbrett dran und unten so eine schmale Zeile die Punktmatrix. Und den konnte man nehmen mit dem Spark-Modul, weil dann auch die LCD-Anzeige genutzt wurde. Und das Spark-Modul hatte das Problem, es gab diesen Analyst, der hatte diese Punktmatrix hier quasi am Modul dran. Und ich glaube, die Punktmatrix war sogar breiter als von ihm. Ja, und je nachdem, lange Rede, kurzer Sinn, der Spark hatte das nicht. Der hatte die Lüftung vorne dran, weil das Gerät wohl zu kompakt war. Und deswegen konnte man wohl nicht diese Punktmatrix anbringen. Deswegen hat sie das vielleicht auch so verzögert. Weil die nicht wollten, AC8. Weil die wohl was noch versucht haben, das wohl irgendwie doch zu regeln. Mit diesem, dieser Lüftung. Das hat nur nicht gebracht. Und das ist so ein bisschen das Problem, wenn man dann Galileo hatte, dann hatte man quasi dieses Spark-Modul, aber ohne Display. Ich frage mich, ob es da irgendwelche Umbauten gibt. Dass man quasi. Aber wie will man das machen? Wie will man am Spark-Modul dann. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Ich habe auch mal, einer hat mir mal gesagt, mit dem ich den getauscht habe, den meinen defekten Renaissance gegen den Roma, der meinte, dieses Display-Modul, was man so rausziehen könnte, das wäre irreparabel. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, wäre das mit diesem jetzt quasi selbst eine Punktmatrix dafür machen, deswegen geht das wohl nicht. Also eins muss ich ehrlich sagen. Der steht offen wie ein Scheunentor. Der Polga. Ich weiß noch nicht, wie lange er sich das leisten kann, quasi nicht zu rochieren. B3, C4, also schwarz. Jetzt droht ja eventuell schon D5. D4 schlägt Turm, D4 schlägt. Also irgendwie sieht das nicht gut aus, ob man es nutzen kann. Theoretisch könnte ja der König über D1, E2, F1 abhauen. Das wäre so meine Idee. Irgendwie D4 schlägt, Turm D4 schlägt, der Bauer C4 muss ja verteidigt werden. Und dann, wenn beim Läufer A3 Schach käme, läuft König D1 und dann ja, müsste man irgendwie König E2, F1 ziehen, dass der König da rauskommt aus der Seite. Dann wäre das vielleicht machbar. Und was will Schwarz machen? Wie kann er irgendwie überhaupt angreifen hier? So also ein bisschen das Problem. C5, D4. Da ist eben das Blöde, wenn man nur ein. Obwohl wahrscheinlich, ja, mit dem Analyst ging es ja auch. Wie hätte man das sonst machen wollen? Man hätte ja wirklich schon machen müssen. Man theoretisch, aber das wollten die wohl nicht, weil es wohl keine elegante Lösung war. Man hätte theoretisch ja auch machen können, am Modul quasi, das war breit genug, das Modul, einen Anschluss dran machen. Und externes Display. Dass man so ein breites, flaches Display gehabt hätte. Und dass man rechts daneben war, glaube ich, auch noch ein bisschen Platz. Dass man einfach diesen Anschluss hat und daran so ein ganz kurzes Kabel anschließt. Und dieses externe Display da drauf legt. Dann hätte man wohl auch ein Display am Leonardo gehabt. Aber das wollten die wohl nicht. Ach, ich muss ja wieder Double-Click machen hier. Das ist immer blöd. Mal muss man es nicht. Erst machst du 20 Züge ohne Doppelklick und dann muss man einen Zug mit Doppelklick machen. Kann doch nicht sein. Schließlich habe ich nichts dafür bezahlt. C1D, genau, jetzt fängt er an loszulaufen. Das ist wohl so offensichtlich, dass selbst er das versteht.
Alles bloße Losmaschinen kostet doch einfach mal bloß den Bauern. Ja, Doppelklick, 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 Doppel, Doppel, Doppelklick. Kennen Sie nicht den Doppelklick? Doppelklick reimt sich auf Klick. Nicht, was Sie meinten. So. Mal meine Brille abpolieren. Poliere deine Brille. So. So, wegstellen. Weil hier muss man jetzt ohne Doppelklick machen und hier. Da muss ich ja wieder mit. Egal. Ja, ich würde mal sagen, hier ist bestenfalls ein Remis für Weiß drin. Das ist wohl nach B5 aus dem Buch zu kommen, war wohl nicht die praktischste Lösung. Ich weiß auch nicht, warum man König D1 gezogen hat. Den hätte man doch auch theoretisch danach machen können. Turm schlägt D4 und danach dann König D1. Hätte zumindest nicht den Bauern gekostet, aber was war die hier? H4, D4, ja gut, da geht den einen jetzt zurück, aber mit einem Minusbauern, da spielst du natürlich nicht auf Gewinn, sondern höchstens auf Remis. Und das Remis reicht dem Milano hier aus, um diesen 4-Partien-Wettkampf zu gewinnen. H4, D4. Ich wusste übrigens gar nicht, dass es von Seitec auch ein Magnetsensor, also ein Kunststoff-Magnetsensorgerät gab. Das sah aus wie so ein Holzimitat, sah das wohl aus. Und das hatte dieser Seitec Corona. Der hatte auch Magnetsensoren, das wusste ich gar nicht. C4, C8, ich will die Türme nicht tauschen. Nein, die Türme tausche ich nicht. So, nochmal Wasser trinken. F3, E5, F8, C5, D4, C4, CD7, B6. Ich weiß nicht, ob Schwarz schon total auf Gewinn steht, aber sagen wir mal so. Spiel die Stellung mal mit Weiß und du musst gewinnen. Das Problem ist ja allerdings auch, ich kann ja auch irgendwie diese Geräte ja quasi auch gar nicht beeinflussen, dass sie dann auf Gewinn spielen würden oder so. Aber wie will man das auch machen? Will man dann den Remis-Faktor senken? Dass man dann schreibt, Remis-Faktor plus, ne, plus 2 geht ja nicht, minus 2. Weil dann würden ja, das heißt ja nur, dass er mit zwei Bauern weniger noch Remis spielt. Aber was ja irgendwie keinen Sinn ergibt. Boah, den kann man einfach wegnehmen. Ich muss mal Info drücken, dann sehe ich ja was. Läufer C5 trotzdem. B4 C5, C8 C5. B1 H1. Ich dachte, Läufer B4 schlägt, Turm B4 schlägt und dann Rochade. Oder König E7 vielleicht sogar, dass man gar nicht mal rochieren muss. Aber da springt ja F5 Schach. Bei Schachcomputer Info habe ich gelesen, da hätte einer dieses Spark-Modul im An- und Verkauf gekriegt. Nein, da muss ja mal viele Dinge zusammentreffen. Zumindest muss ja einer da sein, der nicht wusste, was er da hat. Vielleicht hatte er nur noch das Spark-Modul und wusste jetzt nichts darüber. Weil ansonsten hätte ich das doch eher bei eBay Kleinanzeigen draufgestellt oder reingestellt. An Selbstabholer. F8, C5. Meine Güte. C8, C5. Also bei den schwarzen Schlagzügen muss man wohl immer doppelklicken. Das ist auf jeden Fall, wenn ich so ein
so einen Schachcomputer hätte und ich hätte keinen eBay-Account oder sowas, oder ich würde der Sache nicht trauen mit dem eBay, ob die Leute auch das Geld schicken und sowas alles und ob es da Probleme geben kann, dann würde ich im Zweifelsfall doch eher machen. Ja, es gibt auch eBay, aber bei den Verkäufen auch einen Selbstabholer. Gibt es auch. Dass man das nicht verschicken will. Weil dann ist wieder das, was ist denn, wenn er erst bezahlt und dann zieht er die Zahlung zurück. Quasi, obwohl er, wenn man das per PayPal macht, dann geht das ja nicht so einfach. Da kann er nicht sagen, er hat bezahlt. Was er dann mal nicht machen sollte, das habe ich mal in so einem Video gesehen, auf YouTube. Was man nicht machen sollte, ist, da hat jemand was auf eBay verkauft und dann hat er, der Käufer hat den dann kontaktiert und meinte zu ihm, er würde in der Nähe wohnen. Mann. Und die könnten die Übergabe auch direkt machen. Ja, dann hat er sich mit ihm getroffen, hat ihm das Teil gegeben. Der hat das per PayPal überwiesen erst, hat er ihm gezeigt. Dann hat er ihm das, dann hat er ihm das Teil gegeben. Und nachdem die sich getrennte Wege gegangen sind, hat er seine Zahlung zurückgezogen. Mit der Begründung, er hätte das Produkt nicht erhalten. Das konnte er dann natürlich nicht beweisen, dass er das Produkt erhalten hat oder nicht. Dann doch besser mit der Post. H4, H4. Okay, ob der Zug jetzt, der Turm jetzt auf dieser Linie so den großen Sinn hat. Also das sind so Züge, da muss man wirklich den Sachverstand des Gerätes in Frage stellen. Weil was will der Turm da auf H4? Der Turm kommt doch eigentlich von H1 nach H4, um dann ins Spiel zu überführt zu werden und nicht um wieder nach H4 zurückgezogen zu werden. Rochade macht er jetzt hier. Ich überlege gerade, ob ich noch ein paar Videospiele-Sachen verkaufe auf eBay Kleinanzeigen, weil ich die alle abstoßen will. Zumindest diese Retro-Sachen, die eigentlich gefühlt schon Jahrzehnte im Regal versauern. Ich habe ja die Sega Saturn mit den Spielen, die ich hatte, habe ich ja eh schon verkauft. Du schließt sie an am Gerät, fängst an zu spielen und dann nach spätestens 30 Minuten merkst du, dass du sowieso zu schlecht bist, weil die Spiele grotteschwer waren. Und packst alles wieder ein. Weil das Problem ist ja, du kannst ja diese ganzen Retro-Konsolen, da brauchst du ja Platz für. Ja, so Kingside. Das ist ja nicht damit getan. Mann. F3, D4. Wer denkt, ist klar im Nachteil. Das ist ja nicht damit getan, wie so Schachcomputer, die in die Regale zu stellen. Du musst auch einen Bildschirm haben. Und da müssen diese Konsolen müssen ja mit dem Bildschirm alle verbunden sein. Und alleine diese Kabel, das gibt ja schon so einen Kabelsalat. Und selbst wenn man das über Switchboxen dann macht. Ich hatte das über. Das sind so Boxen mit ganz vielen SCART-Anschlüssen. Dann schließt man diese Konsolen da alle an diese SCART-Anschlüsse. Und schaltet dann hin und her per Schalter. Und dann muss man trotzdem immer noch diese Konsolen ja mit. Die müssen ja mit Strom versorgt werden. Und dann hat jede Konsole ihren eigenen Stecker und das gibt dermaßen den Kabelsalat. Und da müssen die alle drumherum und diesem Bildschirm gruppiert sein. Dann habe ich sie gelassen, halt hier weggeräumt. So ein bisschen das Problem. F8, D8. E1, E3. Jetzt kann man nicht irgendwie die Linie freiräumen mit E5. Und wenn der Springer weg muss, ja, wohin dann? Weg mit dem... Dann würde der Springer mit Schach abziehen. E5, der Springer muss weg, mal wie nach F5, um mal irgendeinen Zug zu machen. Dann zieht der Springer ab mit Schach. Dann König nach E1, dann nach E2, dann kommt ein Turmschach.
D8C8. Okay. Das Problem scheint mir ein bisschen zu sein, dieser König steht mir ein bisschen luftig. Von weiß. Das ist so das Problem, dieses Nicht-Rochade. D7, F8. Ja gut, der Springer ist ja dann angegriffen. Aber hat man da kein aktiveres Feld? Man wegen B6, Springer B6. Muss der nach F8 ziehen? Der hat ja auch nicht die wahren Felder von F8, also... Ich will es nicht in Erwägung ziehen, weil der Springer einfach keine guten Felder hat. Springer B6 vielleicht, da ist ja roter Springer, ja, nicht jetzt direkt zu fallen, der ist ja noch gedeckt. Würde E5 drohen. Aber vielleicht will er dann als Antwort nicht dieses Turm B3 haben. Mal gucken, was ich dann mache. Vielleicht die Mega Drive Spiele alle im Paket für was auch nicht, 200, 300 Euro, ich weiß noch nicht. Das ist die üben auf mich auch nicht im geringsten diese Faszination aus wie von diesen Schachcomputern. Ich habe die Saturn ja nicht verkauft, weil ich unbedingt das Geld brauchte. Ich habe sie einfach verkauft, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass das Ding nur im Regal versauert ist. Das stand nur im Regal rum. Die ganzen Jahre. Da hat sich der Nutzen für mich nicht mehr ergeben. Von dem Gerät. Da ich gedacht, deswegen habe ich das auch nicht an den Erstbesten verkauft. 200 Euro, die ich hole das heute ab. Ja, leg mich doch am Arsch. Genau wie diese, die dann auf eBay, wenn man diese eBay kleiner, ja, kleine Zeichen sage ich schon, diese eBay Sachen so durchstöbert. Und dann sieht man so diese Beobachter, dass sie warten doch nur darauf, dass der Preis sinkt. 7 Beobachter, 15 Beobachter. Die warten alle nur darauf, dass der Preis runtergeht. Letztens habe ich angesehen, einen Novak Super Expert. Für, was war das, 790 Euro? Oder 640 oder was? Das ist mir aber immer noch zu teuer. Ich habe nicht das Geld. Das ist ja, so ein Schachcomputer ist ja eine nette Sache. Aber das ist ja nichts Lebensnotwendiges. G7, G5, okay. Why not? Because why? G6 schlägt en passant, F8 schlägt G6. Den Bauern kann man nicht nehmen wegen Springer G4, wegen der Springergabel. Achso, ja, doch, warte, dass ich den Passantbauern wegnehme. Den. Die stapel ich wieder. Das macht dann immer so, den Passantbauern stapel ich auf den anderen. Dieses Springer schlägt. Und wenn der Turm wegschlagen würde, käme ich Springer G4. F6, G4. Und dann wäre einfach die Qualität weg. Das wäre das Problem hierbei. Deswegen ist der Bauer nicht schlagbar auf H6. F8, G6, G3, E4. G6, H4. E4, F6, plus das trotzdem die Qualität. Springer schlägt G6. Dann zieht der Springer von G3 nach E4, greift den Turm an auf C5. Das muss ich keinen Doppelklick machen. Seltsam, aber so es steht es geschrieben. Seltsam, aber so nuschelt er rum. So, da muss ja wieder Doppelklick. So. Jetzt haben wir schon einen Dienstag am Tag dieser Aufnahme. Da kommt wieder. Erkennst du den Song? Lippos, momentanes Lieblingsformat. Ich gucke komischerweise gar nicht mehr so gerne
Kanäle über Videospiele. Dass wenn die das quasi so hoch in den Himmel loben, als wäre das die einzig wahre Beschäftigung in der Freizeit, Videospiele zu spielen, dann sitzt du stundenlang auf dem Arsch rum. Das gibt da so ein Spieletipps für Gamer heißt der Kanal. Das streamen die. So 10 Stunden am Stück und so eine Shows sind die Spiele am Streamen. Dann versuchen die diese Spiele. Das gibt ja diese Erfolge in den Spielen, die man da erringen kann. Und dann versuchen die alle Erfolge zu holen in den Spielen. Deswegen Spieletipps für Gamer, die dann nur wer Platin holt, also alle Erfolge holt, ist ein wahrer Gamer. Das habe ich nie angestrebt. G8H8, what your move? E3G3. Ja, das droht theoretisch, falls jetzt meinetwegen ein Schwarz. Hallo? What's going on here? Falls Schwarz ja quasi die totale Blödheit klagen würde, er würde den Springer auf D4 nehmen, dann wäre einfach G8 matt. Turmschach. C5, C4. Also im höheren Sinne steht Weiß eigentlich schon auf Verlust. Das ist auch so ein Mattbit, was man kennen sollte. Dieses Springer auf F6 und dann, meinetwegen auch wenn der Turm auf der siebten Reihe steht, das ist auch genauso. Dann droht immer dieses undeckbare Matt. Es sei denn natürlich, man kann jetzt, meinetwegen, der Turm wieder auf B7 stehen. Theoretisch könnte man, meinetwegen, wenn der Turm auf C8 stände, könnte man Turm C7 ziehen oder Turm A7 oder was. C5, C4. D4, B5. Ach, das gibt auch so eine Zeitung, das Retro Gamer. Die hatte ich lange Zeit gesammelt. Ich habe die aber nie gelesen. Diese Computerschach- und Spiele-Dinger. Normalerweise müsste schon einer daherkommen und sagen: Lippo, Seite 17, da ist ein Buchstabe. Buchstabe schräg abgedruckt. Das ist das E. Genau, Lippo. So oft wie der Lippo das gelesen hat. Müsste die Teile eigentlich schon alle auswendig kennen. Bei diesen Retro-Gamer-Teilen da. Dann holt man sich die. Oder hole ich mir die. Dann blätter ich vielleicht noch ein bisschen drin rum. Dann landen die im Regal fertig. Dann lese ich die gar nicht mehr. Das ist diese Routine, sich die zu holen und bloß keine Lücke in der Sammlung kriegen. Die werde ich demnächst auch alle verhökern. Weg damit. Aber ein Selbstabholer, weil das Porto würde ich nicht zahlen. Die wiegen ja schon was. Bis auf eine Ausgabe und die neueste ist das komplett. Ich weiß noch nicht, was ich dafür nehme. Mal gucken. Alle verkaufen. Komplettsammlung verkaufen. Dass ich so 7 Euro oder was pro Stück nehme und dann, wenn das 20 Stück nehmen, sind so 150 Euro oder was. E2, E1. Ja, das Problem ist, du kannst ja eh nie den Springer nehmen. Wenn meinetwegen Turm B8 käme, dann würde das ja gar nicht drohen, das zu schlagen. Deswegen würde ich vielleicht mal in der Bewegung, oder schlägt den Bauern, wollte schon sagen, Springer G6 zu ziehen. Ja, das ist natürlich jetzt immer mehr Pleite für Weiß. Die Qualität weniger, jetzt den Bauern weniger, dann wandert der A-Bauer. Also das ist schon recht hier, dieses B5. Das Weiß, das war ein schlechter Zeitpunkt, um aus dem Buch rauszukommen. Das ist das Problem. Du spielst eine Eröffnung und kommst, der kritische Zug kommt und man ist aus dem Buch. Dann ist das jetzt nicht so das spannendste Moment, da aus dem Buch rauszukommen. Zumal, wir wissen das ja, die Computer haben ja quasi die nach den Eröffnungen, also wenn die aus dem Buch rauskommen, dann ist das ja quasi so, als würden die Stellung zum ersten Mal sehen. Das ist nur, damit die nicht sofort, die haben nur Theorie drin, damit die nicht total Crap spielen in der Eröffnung. Quasi wie das Super Chess System 3, was dann auf Züge kommt, auf die kein Mensch kommt. Deswegen haben die zumindest Theorie drin. Springer F5. Macht er jetzt, er läuft erstmal den Turm an. Turm A3. D8, D2. Und wenn die Türme erstmal verdoppelt sind, dann sieht das nicht so gut aus. Turm A5 und mehr zeigt er nicht an. Das habe ich immer so in Blitzpartien gemacht.
ungefähr als Plan, zum Beispiel als Notfallplan oder sowas. Ich habe immer versucht, die Türme auf der siebten oder zweiten Reihe zu verdoppeln. So in Endspielen. Das hat sogar schon mal funktioniert. Dass wenn die Türme dann erstmal verdoppelt sind, dann sieht das ziemlich schlecht aus für den Gegner. Ich nenne es einfach mal Gegner, das ist nicht mein Schachpartner, weil ich will ja nicht Remis gegen den machen, ich will ja die Partie gewinnen. Ebenso will der Gegner natürlich gegen mich gewinnen. Ist ja kein... In der Freundschaftspartie. Das ist was anderes. Aber in dem Blitzturnier will er der Gegenüber mich daran hindern, den ersten Platz zu machen im Turnier. Deswegen ist es mein Feind, mein Gegner. Er muss vernichtet werden. Das habe ich sogar mal. Ich rede wie aus der Mottenkiste. Wahrscheinlich schon fünfmal erwähnt, wie Opa erzählt eine Story oder Opa erzählt ungefragt seine Storys. Merke ich, dass er zum 10. Mal das Gleiche erzählt. Bei dieser Blitzstadtmeisterschaft, wo ich einen halben Punkt zurückgelegen habe und musste mit Schwarz gewinnen, da habe ich das nämlich auch gemacht. Da habe ich die Türme auf der zweiten Reihe verdoppelt und mit dem weißen Läufer zusammen ging das dann in die Brüche. Da habe ich die Partie gewonnen und das Turnier gewonnen. War vielleicht auch eine schwere Situation für meinen Gegner in dem Moment, quasi nur Remis zu brauchen. Wie spielst du auf D8, D2? Das von der Situation her gab es aber auch schon mal Weltmeisterschaften. Ich glaube bei Karpov Kasparov. Der Karpov baut die letzte Partie, also die 24. Partie der WM, und Remis reicht. Das ist immer dieses Remis reicht. Wie willst du auf Befehl Remis machen? Während man mit Schwarz, man hat ja keine Alternative. Ich musste ja gewinnen. Das heißt, was anderes als auf Gewinn zu spielen, gab es für mich gar nicht. Und das war wohl der Vorteil, während er quasi im Zwiespalt war. Remis hat ja gereicht, dann wusste er nicht, soll er jetzt auf Remis spielen, soll er jetzt auf Gewinn spielen? Und dieses vorsichtige Remis spielen, das hat wohl eher dazu geführt, dass er wohl etwas zu defensiv gespielt hat und dann halt verloren hat. Da Lipo war Blitzstadtmeister von einer fantastischen Stadt, Gersobrauxel. Das war allerdings damals, da haben da auch mehr Leute teilgenommen. Und heutzutage, ich glaube, das gibt es schon gar nicht, eine Blitzstadtmeisterschaft. Daran sieht man auch schon, wie schlecht der Schachverein hier ist. Kastrop ist ja mit Soding fusioniert, deswegen ist Ikan der einzige Verein hier. So Blitzturniere, so Blitzstadtmeisterschaft, die lassen die gar nicht mal stattfinden. Das ist das Problem. Gut, wenn ich in den Verein gehen würde, dann, wenn sich das mit diesem Dattelner Job da verfestigen würde, dann würde ich wohl nach Datteln ziehen und dann würde ich wohl auch in Datteln in den Schachverein gehen. Aber ich kann nicht mehr. G2, G4. Ich finde ja weiterhin, dass das Spielen in einem klassischen Spiellokal, in einer Kneipe, in einem noch schlechter, in einem Speiserestaurant, das finde ich immer noch ist eine schlechte Wahl. Weil du bist immer abhängig von denen. Dass, dann müssen Spieltage vertagt werden oder fallen aus und sowas alles oder auf einen anderen Tag verlegt werden oder sowas in der Art. Und das ist, das finde ich nicht so spannend. Ist das nicht schon total pleite für Weiß? Weißt du, das war Turm E2 Schach. Springer H4. Also dieser Doppelturm gepaart mit dem Springer. Also irgendwie wirkt das schon wie, das Matt kommt bald. So Schachmatt incoming so ungefähr. F6, E4. Turm E2, König D1, Turm A2. Gerade in so einem Restaurant oder sowas. Das, ich weiß nicht, je mehr das auf Weihnachten zugeht, desto mehr sind die ausgebucht und desto mehr Spieltage fallen aus. Also wenn dann, meinetwegen in einem Seniorenheim zum Beispiel oder sowas in der Art, oder in der Schule oder sowas.
Irgendwie so ein öffentlicher Raum. Der Vorteil ist ja dann, du kannst dich auch selbst verpflegen. Du bist also nicht davon abhängig, quasi dem Wirt einen Umsatz zu bringen. Da muss ja König D1 ziehen, sonst ist der Springer einfach weg. König F1, Turm schlägt E4, deswegen König D1, er muss den anderen Turm angreifen. Springer F3 geht ja leider nicht, Springer G2. Da droht ja nichts, weil wenn dieser Turm hängt auf C2, dann drohen auch, der Turm kann er gar nicht wegziehen. Wenn er auf B2 stände, dann würde Springer G2 Turm E1 matt drohen. Oder wenn der Turm gedeckt wäre. Durch was auch immer, durch einen Bauern, whatever. Ups, Lepo, der gibt noch nie auf. Nicht so schnell. Ja, natürlich mit jedem Bauern, der fällt, sinkt natürlich die Chance von Polga. Aber man sieht schon, der Milano scheint besser zu spielen als der Polga. Deswegen ist das natürlich, ja gut, das Polga-Modul kann man natürlich auch in München reinsetzen, oder exklusiv oder modular. Aber ich fand das eine sehr schöne Geste, dass er mir den Milano gespendet hat, weil er wusste, dass ich den Polga mal hatte. An dieser Stelle übrigens, ich hatte auch mal den Renaissance, wenn jemand einen Leonardo oder Galileo über hat, dann könnt ihr mir den erschicken. Das war, ich hatte den Renaissance ja mal offen, ich habe das mal erzählt gehabt und habe mal die Bodenplatte abgenommen und das war ja gruselig, wie das aussah. Ja, was soll er bringen? Er tauscht jetzt den Turm. Turm A3 schlägt. Also weitere Täusche helfen, weiß ja nicht weiter. A2, A3... So, es kommt drauf an, mit was er den Turm nimmt. Mit dem König oder mit dem Springer. König schlägt. Meine Güte. Ich wünschte dir dieses Mikro hätte auch eine Mut-Taste an der Webcam. Das Problem ist einfach. Weiß ich nicht, ob das funktionieren würde mit dem. Ich muss ja irgendwie. Irgendwann muss ich mal eine andere Lösung haben. H4, G6. Das sieht natürlich jetzt nicht gut aus. Zwei Bauern weniger und die Qualität weniger. Also das Match sollte schon entschieden sein. Also auch wenn Schwarz, also der Milano Remis spielt, ist es auch entschieden. Ich war damals im Verein drin. Das war in den 80er und bis 95 war das so ungefähr. Und danach war ich dann so 2008 oder was das war ich dann wieder im Verein drin, weil der Vorsitzende von Ickern, der Herbert Ulrich damals, der hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Hat tausendmal angerufen, ob ich nicht im Verein wieder zurückkommen will. Und dann irgendwann habe ich gesagt, dann mache ich es halt. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wie gruselig das war, was aus Ickern dann geworden ist. Da war ich mal kurzzeitig Materialwart. Das war ein so ein Schrank, die hatten immer noch diesen alten Materialschrank von damals, gefühlt von 1970 oder was, oder noch älter. Das war noch so ein Schrank, da konnte man die Seiten so zur Seite so aufschieben. Diese Schranktüren. Und das Material. Das Problem war, das Material sah gefühlt genauso alt aus. Als ob die da 20 Jahre oder 30 Jahre alte Bretter und Figuren drin hätten. Oder drin hatten. Wahrscheinlich war es auch so. Und das Witzige ist, die hatten mal so elektronische Schachuhren gekauft. Und durften die aber gar nicht nehmen, die Mannschaftskämpfen. Dann haben die wohl nachgefragt, ob die nehmen dürfen und haben das okay bekommen. Dann haben die beim Mannschaftskampf diese Uhren aufgebaut. Und der Gegner hat das moniert. Dann konnten die diese Uhren gar nicht nehmen beim Mannschaftskämpfen, die da geholt hatten. Das war so ein bisschen das Problem. Dann haben die Figuren
Das war so ein Holzkoffer, war das? Also diese Uhren. So ein Holzkoffer war das. Da haben die ganzen Uhren wieder in den Holzkoffer rein verstaut und haben die nie wieder genommen, weil die Batterien ja gewechselt werden müssen. Da sieht man mal, wie blöd die sind. Weil man die Batterien von diesen digitalen Uhren ja ab und zu mal tauschen muss. Deswegen haben die nicht genommen. Das war denen schon wieder zu viel. Das war schon dieser ganz merkwürdig. Das konnten die da nicht mehr organisieren. So ist es. Und dann haben diese alten Gammeluhren genommen, diese gefühlt 30 Jahre alten Schachuhren. Da waren so diese Gardeuhren hießen die. So eine Holzuhren waren das. Die waren wohl nur für Turnierschach. Für Blitzen waren die wohl gar nicht gedacht. Und Schwarz macht das Beste. Er tauscht immer weiter. So, dann. Ich gehe mal davon aus, dass er den Springer schlägt. Alles andere wäre ziemlich dämlich. So, A2, D2. Und dann, wenn man mit denen geblitzt hat, dann neigten die dazu, dass man diesen Knopf, den man runterdrückt, dass man den so ganz feste drücken musste, weil die schon nicht mal so richtig funktioniert haben. Das war schon ein bisschen merkwürdig. Hast du gemerkt, was für ein Material die da haben? Meine Güte. Die hätten diese DGT-Uhren gebraucht. Für Mannschaftskämpfe. Das wussten die wohl nicht. Die haben wohl nur gedacht, billig, billig, billig. Und dann haben sie Billiguhren gekauft. Und die waren dann aber nicht hier, die wurden nicht akzeptiert vom Deutschen Schachbund. Dann waren die alle gekauft für den Koffer. Oder diese Starspieler, die dann engagiert haben fürs erste Brett. Die bezahlt haben. Nur Ramsch im Materialschrank, aber hier 1000 Euro oder was pro Jahr an diesen Spieler. Dann hätten die diese 1000 Euro lieber investieren sollen ins Material. Da bin ich dann wieder rausgegangen, da hatte ich keine Lust mehr. Da war ich dann nicht so der Fan von. Das ist so ein Verein, ist das, wenn man, da habe ich mal gesagt, wenn man dann ein halbes Jahr spielt oder ein Jahr spielt in dem Verein, dann hat man keine Lust mehr auf Schach. B5 C3. Ich kann die Aufnahme hier pausieren kurz. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? So, weiter geht's. B5 C3. Das kann man theoretisch kann man schon die Qualität geben. Meinetwegen jetzt König D4. Turm fliegt C3 und dann wandern die Bauern, dann ist das tot gewonnen. Da kommt schon H5 und selbst wenn er den H-Bauer noch stoppen kann, dann rennt der A-Bauer los. Also ich würde es so machen. Ich würde, wenn jetzt König D4, ich würde den Springer schlagen. Das ist also eine Faustregel manchmal ins leichtere Endspiel umleiten oder was auch immer. Turm C3, König C3, H5 und dann König D3, H4, König E3, H3, König F3 und dann kommt A4. Dann wandert einfach der nächste Bauer durch. Macht er sogar, Turm C3 schlägt. H6, H5. Das ist interessant, dass der nicht die Qualität hält, sondern jetzt ins gewonnene Endspiel einleitet. Ist einfacher. Das ist eine interessante Geschichte. Meine Güte. Wenn der Holz wieder, Hals wieder kratzt, wenn der Holz, wenn der Hals wieder kratzt, kaufen Sie eine neue Klobürste. Wichtig, sie muss neu sein und sauber und dann im Hals drin rumrödeln damit. Ja, und jetzt H5. Jetzt ist die Show gewonnen hier. Damit gewinnt der Milano. Ist das jetzt dieses Schachwissen, was er jetzt hat? Was die immer so angepriesen haben. Da soll er mehr Schachwissen haben. Ist das quasi, weil ich könnte mir vorstellen, auch das müssen die Computer erstmal einprogrammieren. So nach dem Motto, wenn du eine Gewinnvariante hast, dann gewinn es, so nach dem Motto. Ich würde mal sagen, die können wir beinahe schon User-Entscheid machen. Das machen die. Minus 8,65, das ist tot verloren. Er muss ja einfach nur mit den Bauern rennen. Das ist ja alles. Aber ich habe da immer so ein ungutes Gefühl bei, das zu früh zu entscheiden. Ich glaube, ich kann normalerweise. Das ist ja so aus der Anfangszeit von den Schachcomputern.
war das ja so, dass sie quasi bis zum Match spielen mussten. Also bei WMs. Da ging das vorher aufgeben. Und später haben die wohl eingesehen, dass die Computer stark genug sind, um quasi gewisse totgewonnene Stellungen zu gewinnen. C3, C4. H8, G7. Das ist natürlich jetzt ein Zug, der unbedingt kommen musste. König, G7. Was denn sonst? Ja, wahrscheinlich will er es nicht riskieren, dass der König den Bauern schlägt und dann, dass der F-Bauer durchzieht. Aber das, ja. Ja, und die Rechentiefe ist ja jetzt auch nicht hier 20 Züge oder so. Geht auf Nummer sicher, warum auch nicht? König B5, G7, F6, König A5, F5, F4. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig, muss ich ehrlich sagen. Warum zieht er nicht einfach mit dem H-Bauern durch? König B5, H4. König A5, H3. Diese Züge König F6 und F4 etc., die sehen mir jetzt hier doch ein bisschen merkwürdig aus. Also manchmal haben da diese Schachcomputerlogik, die ist nicht nachvollziehbar. König F6, das ist jetzt natürlich ein Zug, der unbedingt gemacht werden muss, König F6. Ja, was denn auch sonst? Man pfeift sich erst mal den F-Bauern rein. Ich habe das ja schon mal gesehen. Ich glaube, das war ein Richard Lenk Schachcomputer sogar. Da hatte der zwei Freibauern und die waren nicht zu stoppen und der macht nicht so, dass er mit dem einen Bauern zügig zur Dame durchgeht. Da hat er beide Bauern gezogen. F4, G4, F5, G5. König E5, man weiß nicht warum, das weiß auch nur der Papst oder was weiß ich, wer das weiß, warum diese Züge gemacht werden. Meine Güte. Warum zieht er nicht einfach mit dem H-Bauern durch? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die Logik muss hier wohl irgendwie... Der Sinn muss hier verborgen sein, doch wo, das weiß der Teufel. Meine Güte, wahrscheinlich muss er dem noch ein bisschen in den Computer ein paar Schachwissen noch eingeben, dass er noch die Freibauern durchziehen muss. H5, H4. Wahrscheinlich wollte er den König erst blockieren und jetzt zieht er... Nein, da doch H5, H4. Da kommt noch F5, F4. Ich habe auch keine Lust, mir das Ganze so anzusehen, wie stocken die das Spiel. Das kostet ja alles Videozeit hier. Ich bedanke mich, verabschiede mich bis zum nächsten Mal. 0:1, also der H-Bau sollte eigentlich durchlaufen. Ich weiß gar nicht, was er da so lange überlegt. In der Stelle denkst du gar nicht in der Turnierpartie. Da ziehst du einfach den Bauern, also in der jetzt hier. Da machst du H5, H4. Automatisch. E5, D5 und das wird ja immer schrecklicher hier. Ich weiß nicht, wie lange die noch darauf rumlutschen wollen. Auf jeden Fall... Schwarz gewinnt und Weiß verliert und ich habe keine Lust mit anzusehen, wie schrecklich die das Endspiel spielen. König D5 ist jetzt der Zug hier. Ich weiß es nicht, warum er das machen will. Was ist denn los hier? Das kann man sich ja gar nicht mit ansehen. Dann fragt man sich einfach, wieso zieht er einfach auf den Bauern durch? H5, H4, H3, H2, Dame. Warum König D5? Was ist das? Macht ihr jetzt auf König B4, König D4? Also diese Logik, das schließt sich mir einfach nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich kann da keine Logik erkennen. Da ist nichts mit Logik, die ist gar nicht vorhanden. Jetzt macht er erst H5, H4, dann macht er jetzt König D4 oder was will er jetzt machen? Meine Güte, was für eine schreckliche Partie. Das Problem ist, selbst diese Endspiele kannst du dir nicht angucken. Meine Güte, H5, H4, er zieht mal ausnahmsweise mal den Bauern durch. Fantastisch. Hilfe. Da denkt man normal in solchen Stellungen gar nicht drüber nach. Da ziehst du H4. Nach König E5. Dann H3, H2, Dame. Oh Mann. Wahrscheinlich mussten die später schon Endspieldatenbanken haben. Weil ansonsten hat es ja nichts. Ja, brachte das ja nichts. Was wir jetzt machen, König E4. Oh, die spielen das so sperrig, spielen die das. Den Bauern hätte er schon längst marschieren lassen können. Als er noch auf dem Weg zu dem A-Bauern war. Sich eine Dame holen, Dame E1 und dann ist so eh alles verloren. Oh Mann. Das spielen natürlich aktuelle Programme natürlich besser. Ist klar, die, wie auch immer die heißen, Stockfisch, was weiß ich. Die würden, glaube ich, auch schon matt ansagen. Matt in 27 Zügen oder sowas. Die rechnen so 20 Sekunden, wenn überhaupt. Dann haben die ja eine Hashtable und alles. Dann haben die quasi eine Endspieldatenbank daraus erstellt. H3, er zieht endlich mal den geilen Bauern vor.
So, dir sage ich mal Ende. H2H1 Dame. Der sollte in der Lage sein, das zu gewinnen. Ich bedanke mich und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.